Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch für alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Retro Gamble. Ich spiele heute mal wieder Free Fire Max und ich wollte gerade sagen Free Day. Free Fire Max und BR Ranked. Genau, weiter geht's. Let's go. Und die erste Runde geht gleich los. Ich vergaß, dass ich hier immer ein... Ich vergaß, dass ich immer in dem Flugzeug erst bin. Okay, dann gehen wir mal dahin. Müsste reichen. Bisschen laut hier. So, so ist es angenehmer. Ja, okay. War gerade dann überlegen, ob es ein bisschen zu leise ist. Oh, das ist der Schlüssel. Habe ich die Torge eingesammelt? Und eine MP40? Warte mal. Wechsle ich erstmal das Scharfschützengewehr. Übrigens, ich habe neue Tastatur, neue Maus gekauft. Ich wollte eigentlich warten, bis ich was gewinne. Mit der Maus wird es immer schlimmer. SKS ist auch cool. Wir bleiben bei denen jetzt. Oh, es läuft schneller. Upsa. Spring da rauf. So, Dach. Ich brauche noch einen Rucksack, einen besseren. Ah, Level 2. Meiner ist full. Besseren Helm auch gut. Gibt's ja kein Level 3er Rucksack? Meine Güte. Ich kann doch nichts tragen. Da ist einer. Endlich. So, jetzt kann ich weitersuchen. So, was brauche ich denn noch? Helm. Rüstung. Rüstung. Habe ich alles? Also jetzt nur noch einsammeln, was man vielleicht brauchen könnte, vielleicht doch nicht. Ich eher weniger.
Ach, hier war auch einer drauf. Ja, super. Bin ich voll dran vorbeigelaufen. Ich werde erst dann überlegen, ob ich mir eine Gaming-Tastatur kaufe. Habe ich mir auch welche angeschaut. Aber was mich dann noch gestört hat bei der Gaming-Tastatur, die ich mir angeschaut hatte, ist, wenn ich auf die Taste drücke, macht es mal klack, 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 klack. Ich wollte ja eine Tastatur gerne haben, die leise ist, so wie diese hier. Deswegen habe ich mir eine Silent-Tastatur gekauft. Das hier ist eine Silent-Tastatur, eine Flat-Tastatur, also sprich, ich kann so über die Tastatur immer auch so rüberrutschen, so wupp, 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 ne? So. Also mal, man kann so über die Tastatur rutschen bei mir, weil ich habe da so Minimalabstand und die ist halt leise. Mein Auswahlkritik war eigentlich nur für Lautstärke. Ich wollte nicht mehr das Klack, 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 Klack haben, wenn ich hier spiele und auf die Tasten drücke. Deswegen habe ich eine Silent-Tastatur geholt. Der Nachteil ist halt, weil es halt so eine Flat-Tastatur ist. Muss ich öfters mal auf die Tastatur schauen. Also ich schaue ja sowieso immer oft auf die Tastatur. Ich bin nicht so einer, der sich merkt, wo was, wo die Tastatur welche Knöpfe hat. Ich habe doch einen Schlüssel. Kann ich doch reingehen. Schön. Komm, wir nehmen mal die Schrotflinte mit. Aber mein Scharfschützengewehr behalte ich. Da bin ich mal gespannt, im Gebäude jetzt. Wie gut die Schrotflinte ist. Das schneller. Okay. Quadra kill. Dominating.
trouble. Achso, hab die falsche Waffe. Wollte gerade sagen, ist die auch schon kaputt, die Maus? So, jetzt erstmal ein Gebäude reinrennen. Drinne, es könnte reinkommen. Was? Komm. Nächste. Nächste. Komm zurück. Komm zurück. Schauen wir uns mal schnell die Sachen an und dann kommt die zweite Runde. Bis gleich. Die zweite Runde geht los und wir sind im Flugzeug. Da hinten ist das blaue Feld, da wollen wir hin. Also einmal komplett durchfliegen. Oh, die Quest könnte ich sogar schaffen. Vielleicht, wenn ich früh genug unten bin. Muss eigentlich nur Geld aufsuchen. 2000. Ist ja eigentlich schnell gefunden, 2000. Und dann halt noch einen Automaten zum Kaufen. Vielleicht doch ein bisschen weiter gefahren. Geflogen. Oh, da ist schon viel Gold. Nee, ist eine Waffe. Boah, kann die Waffe sofort aufwerten auf Level 3. Mit hier, ich weiß ja, ein guter Rucksack drin, aber nur Level 1. Level 1 bringt mir nichts.
Ja, dann sieht schon mal schlecht für die Quest aus. Ja, komm. Ich treffe nicht. Double kill. Gut, dass ich mit dem Charakter 50 50% besser schießen kann. Okay, ich sage mal lieber nichts dazu. Aber es war die zweite Runde und jetzt sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Und nachher mache ich Livestreamen. Tschüss.